Hallihallo, Tore hier und wir spielen Train Simulator 2016 heute mit einem besonderen Zug, nämlich die Baureihe 120 Expertline, und zwar den Steuerwagen. Den fahren wir heute, juhu, auf dem Dreiländereck. Ja, einige Objekte habe ich hier nicht, das sollte uns aber nicht stören, es gibt nicht einen kleinen Trick und zack, können wir hier spielen. Guten Morgen, öffnen Sie die Türen und rüsten Sie den Zug auf. Planabfahrt ist um 9 Uhr. Gut, da das schnell gehen soll, machen wir einen automatischen Aufrüstvorgang. Normalerweise müsste man das auch einzeln machen können, aber wir machen das mal so. Sollte auf jeden Fall nicht stören. So, Stromabnehmer wird gehoben. Man sieht auch, der Druck baut sich hier langsam auf. Hauptschalter eingeschaltet. Perfekt, alles fertig. Gut, dann können wir die Leute reinlassen in unseren Intercity. So sieht er aus. Ach, übrigens, ich habe eine niegelnagelneue Grafikkarte. Man glaubt es kaum. Wir werden gleich mal bei der Aufnahme sehen, wie besser die Qualität ist. Ich habe jetzt auch Transmitter etwas hochgestellt, damit alles ein bisschen feiner und schöner aussieht. Bin mal gespannt, ob die GTX 970 einiges mehr kann. Also bis jetzt ging das eigentlich ganz gut. Ich habe hier 21 FPS und der Bahnhof, der sieht ja schon wieder sehr detailliert aus. Bin ich ja mal gespannt, persönlich. So, wir müssen noch was einschalten. Und zwar die SIFA und die PZP. Ja, die PZP haben wir so. So, eingeschaltet. Perfekt. LZB können wir auslassen, das lohnt nicht. Die hat ja keine LZB, die Strecke. Gut, wir gucken uns mal die Halte an. Wir müssen, es ist viel los heute und sie müssen einen Intercity Blue Dance nach Lindau bringen. Versuchen Sie, den Fahrplan einzuhalten und achten Sie auf die Signale. Haltepunkt für diesen Zug sind die 200-Meter-Tafeln. Ja, in Österreich gibt es hier 200-Meter-Tafeln. Ich übersehe die gerne, mal sehen, ob wir das schaffen. Bis 9.45 Uhr sind wir unterwegs. Oh, das ist ja schon einiges an Zeit. Ja gut, mal gucken, ob wir es pünktlich schaffen. Und ob wir überhaupt so weit kommen. Weil ich habe hier nämlich KI-Verkehr. Man sieht hier schon, oh, ein österreichischer Zug. Na sowas. Ich habe mir nämlich ein paar Stunden zusammengenommen und habe mir hier ein bisschen KI-Verkehr runtergeladen. Auch wenn es nicht komplett ist. Ich glaube, das wird uns nicht stören, solange der uns nicht vor der Strecke ist. Der fehlende Zug. Naja, wir... Ich bin mal gespannt. Ja, also ich finde die Framerate, die klappt nicht mehr zusammen, wenn so ein Zug vorbei huschelt, ne? Naja, es war jetzt der erste, es kann jetzt auch noch anders enden. Bin aber trotzdem mal gespannt und wir sind gleich abfahrbereit. Wir müssen ja noch die Türen hier alleine zumachen. Licht haben wir alles. Die 120 ist übrigens hier. Übrigens, sehr schön detailliert. Intercity, eigentlich heißt es doch Eurocity, wenn wir nach Lindau fahren, oder? So, schließen wir die Türen. Ja, wir fahren bis nach Lindau. So, was piept hier denn noch so? Türen sind zu. Gut, machen wir mal den Sicherheitsblick. Türen sind zu, alles klar. Bremsen lösen, bisschen Gas geben. So. Perfekt. Alles klar. Denn auf nach Feldkirch. Und ich höre hier gerade diesen Bug hier, dass die Güterzüge die ganze Zeit dieses Geräusch hinterlassen. Ach, jemine. Was machen wir denn jetzt? Soll ich hier einmal kurz... Ich habe gehört, das soll funktionieren. Oder auch nicht. Ups, okay, ja, dann machen wir das halt mit dem Sound. Ich glaube, der ist auch sowieso nachher nicht mehr zu hören. So, wir begeben uns auf Strecke und mal sehen, was uns hier so erwarten wird. Also gefühlt habe ich eine bessere Qualität, glaube ich. Jetzt verlassen wir den Bahnhof. Dann wird die Qualität gefahren ein bisschen zu schnell, macht aber nichts. Ja, 30 FPS, die wird immer besser. 32, 33. Geil.
Scheint schon mal zu funktionieren. Bisschen bremsen, dann wir sind ein bisschen zu schnell. 40 FPS, wow! Ich glaube, so hoch war ich noch nie. Ja, okay, die Grafikkarte funktioniert. Das ist einwandfrei. Super. Zum Gucken, kann ich das dir nochmal einschalten, war nicht? Nö, kann ich nicht. Doch, doch, da. Sieht man jetzt die Framerate. Mit der GTX 970. So gut war das lange nicht mehr. Wow. Ist das mein Train Simulator? Ich erkenne ihn gar nicht mal wieder. So. Fahren wir mal los. Ich mache das mal wieder aus. Die Anzeige. Und dann freue ich mich auf eine schöne, gemütliche Fahrt nach Lindau. Bin mal gespannt, was für ein KI-Verkehr und so entgegenkommt. Ja, also die Investition von 400 Euro für die Grafikkarte hat sich gelohnt. Wenn man das sich so angucken kann, ja. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass ein paar Millimeter größere, wenn die Grafikkarte ein paar Millimeter größer gewesen wäre, hätte ich ein Problem gehabt, weil sonst hätten die Kabel, wenn die Kabel, die hätten ja nicht durchgepasst. Aber hat ja ganz knapp noch gepasst. Ich glaube, bei der nächsten Grafikkarte brauche ich ein größeres Gehäuse. Was ich schade finde, weil ich dieses Gehäuse eigentlich sehr gerne mag. Aber was soll man machen? Mir fällt gerade so auf, die Oberleitung, die lädt so komisch nach. Jetzt ploppt die auf, jetzt ploppt die auf, jetzt ploppt die auf. Komisch. Warum haben wir 0 Ampere? So. Also, er fängt nicht mal extrem an zu ruckeln, wenn ein KI-Zug vorbeifährt. Das merkt man schon ziemlich gut.
Also ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ja, sehr schön. Ja, man hat leichte Einbrüche mal, aber das ist ja normal wegen dem Nachtladen. Die wird man bei Transmilet immer haben. Ja, nach 5 Kilometer, dann sind wir schon in Feldkirch. Schöne Kesselwagen hier. So, am Abbremsen. Oh, der Bremsweg ist halt ziemlich gering. Muss ich mal so sagen. So, einmal 60, kommt sofort. Ich hätte die Instrumentenbeleuchtung vielleicht einschalten sollen, aber ich glaube, das ist auch der einzige Tunnel. Egal. Ah, da ist sogar ein Pfeil. Ah, cool. Das heißt, da müssen wir wohl exakt stehen mit dem Vorderteil des Zuges. Und 1 Minute zu früh, das ist ja mal was Neues.
Naja, wir sind ja auch in Österreich, von daher geht das. So, da wären wir, erster Halt. Oh, ein bisschen Platz haben wir hier noch. Wenn man jetzt hier oben, glaube ich, sieht, wie viel Aufenthalt haben wir hier? Bis, ja, okay, hab ich mir schon gedacht, eine Minute. 150, 200, ah, okay. Okay, die ganzen 200 hätten jetzt nicht gelangt, glaube ich. Nee, niemals, obwohl. Nein. Also dieser Stop-Point ist schon ziemlich richtig. Alles klar. Ach, dieses Güterzuggeräusch ist immer noch da, aber da müssen wir wohl jetzt leider durch. Auch wenn es mir leid tut. Auch wenn es mir leid tut. Ja, schicker Bahnhof hier, ne? Es war nicht viel los, aber gemütlich. So gemütlich, ja. Gemütlich kann man es gut beschreiben. Und dann noch nach Dornissen. 9:27 Uhr, 9:35 Uhr und 9:45 Uhr. Ja, da kriegen wir auch irgendwie hin, ne? Das sollte nicht das Problem sein. Dann kann ich mal was gucken. Instrumentenbeleuchtung, gibt es das hier? Ist das hier? Leuchtmelder? Nee, das ist es nicht. Wischer? Nein, wir wollen keine Wischer. Luftpresse? Stromabnehmer? Nee, nee. Sonst wäre er hier irgendwo gewesen. Licht? Nee, ich glaube, hier gibt es keine Mikrofon. Nein, das ist es auch nicht. Türen schließen? Nee, das machen wir allerdings. So, wir müssen los. Kontrolle. Jo. Gut, ab geht's. Und immer schön Sie drücken. Ihr wisst, was ich meine. Oh, es ist das, ist was Besonderes, ne? Ich kann das nicht so erkennen. Sind das weiß war das oder was? Was war das denn jetzt für ein Signal? Keine Ahnung. Ja, ich würde mal sagen, volle Power, ab geht's. Und nächster Halt ist Dornbirn. Okay, Dornbirn. Ja, komischer Name.
muss immer was sagen, diese Expert-Line-Züge sind richtig, richtig geil. Ich hoffe, jede Baureihe kommt noch einmal. Zwar sind es jetzt nur E-Loks, aber ich vermute mal, diese Loks könnten auch noch kommen. Dieses Aufrüsten und so, bei einer 112 zum Beispiel, richtig toll gemacht, wirklich original. Ich hoffe wirklich, Virtual Railroads wird jede Lok noch einmal machen. Mit Expert-Line. Weil dann würde ich nur noch Expert-Line-Züge fahren. Ohne Mist. Weil die sind so gut, detailliert und funktionieren auch wie das Original. Perfekt. Muss ich echt sagen. Ja, wie gesagt, geile Loks. Auch, dass man hier ZWS und so alles einstellen muss, damit die 120 auch reagiert. 1A. Bin ja auch mal gespannt, wie das gleich wird, wenn wir nach Deutschland, in Deutschland ankommen. Dann müssen wir ja die Stromabnehmer senken, damit wir hier keinen Kurzschluss verursachen zwischen den zwei verschiedenen Stromnetzen. Da bin ich ja mal gespannt, ob das auch vernünftig funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Schon wieder ÖBB-Züge. Aber die sind cool, die Regionalexpresse. Ich habe gehört, die heißen City Shuttle, habe ich gehört.
Ja, ich würde sagen, oh, da war was. Das habe ich hier gerade noch rechtzeitig gesehen. Pantograph runter. Oh Gott, wie geht das? Hallo? Stromabnehmer werden gesenkt. Hat es jetzt funktioniert? Oh, Gott sei Dank. Ich habe gerade noch im letzten Moment dieses, diese Symbole gesehen. Habe ich wieder Schwein gehabt? Kann ich schon wieder hochmachen? Ich glaube, ja. Habe ich ja schon wieder Schwein gehabt. Wenn jetzt wieder gehoben? Ja. Für Leute, die es nicht wissen, das war ja gerade das Symbol. Das Symbol, wo du den Pantographen runternehmen sollst, damit es keinen Kurzschluss gibt. Das war aber gerade im letzten Moment hier reagiert. Ich hätte jetzt nicht in dem Gebiet hier die Kamera von nach außen so machen sollen. Jetzt geht es ja wieder. Aber das sind mal gute Reaktionen, muss man echt sagen. Dann ist der Fahrdienstleiter angerufen oder sonst wer. Ihr habt mir den Strom weggenommen wegen einem scheiß Kurzschluss. Alles stehen geblieben, alles ausgefallen. Weißt du, wie lange das dauert? Das scheiße ich dir auf die Rechnung. Das zieh ich dir vom Gehalt ab. Ja, so würde das wahrscheinlich auch kommen. Ne, ich denke, das passiert schon häufiger, als man denkt. Ja, wie oft würde das passiert das eigentlich? Wenn man nicht aufpasst, dann passiert ja so ein Kurzschluss. Aber passiert das häufig? Weiß das eigentlich jemand? Ich bin jetzt nicht so... Ich wohne ja jetzt eher im Norden als an irgendeiner Grenze. Wer das weiß, der soll es mir mal bitte in die Kommentare schreiben. Ich würde auf jeden Fall... Also mich würde es interessieren. So, passiert sowas häufig? Kriegt man sowas mit? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt. Oh, jetzt wird es aber zeitlich ein bisschen knapp da, um pünktlich anzukommen. Schneller dürfen wir nicht fahren. Trotzdem wurden uns noch einige Sekunden dazu gerechnet, berechnet. Zur voraussichtlichen Ankunft. Das heißt, wir müssen wenig abbremsen. Spät bremsen. So. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu spät. Obwohl, ja, geht eigentlich. Und da ist unser Bahnhof. Wir bremsen mal ein kleines bisschen. Ich denke mal, wir fahren mit 60 km/h ein. Das ist nicht verkehrt. Okay, wir kommen doch nicht mit 60 km/h. Oh, oh. Ein bisschen Angst habe ich jetzt schon, dass wir so vorbeifahren. Obwohl, passt. Vier Bar geht doch noch. Ups, der Radschlupf. Oh nein. Müssen die Räder neu geschliffen werden? Ach du Scheiße. Geiles Quietschen.
Ladies and Gentlemen, wir bedanken uns, dass ich sie fahren durfte. Ja, ist vielleicht gefeuert wegen falscher Ansage. Ja, ich habe wirklich gehört, dass tatsächlich einige Bahnangestellten Strafe zahlen müssen, wenn sie falsch ansagen oder so sagen. Was ich schon ein bisschen heftig finde. Aber ich denke, das ist nicht nur bei dem Job so. Sondern auch bestimmt bei vielen anderen. Abfahrt. So, dann wollen wir mal, ne? Wir liegen eigentlich ganz gut in der Zeit, so, wenn ich das mal so sagen darf. Was mir auch so auffällt, das geht auch recht schnell mit der. Ich denke, das wird schon ein bisschen dauern, bis wir hier die ganzen Strecken abklappern. Aber jetzt sind wir schon fast beim Ende. Ja, 25? Nee, 15 Minuten haben wir noch. Nee, 20. Nee, warte mal, ich kann nicht mehr zählen. 15 jetzt? 25, natürlich. Ich habe gedacht, wir brauchen ein bisschen länger. Aber das täuscht immer. Huschen wir hier durch die ganze Gegend. Das ist doch schön eigentlich, ne? Wobei ich glaube, nach einer Zeit würde das den Bewohnern hier ziemlich auf die Nerven gehen. Aber selbst schuld. Ich glaube, die Gleise liegen hier länger als das Haus. Also kein Grund zur Beschwerde. Aber das ist ja der Klassiker bei Leuten. Aber das ist ja der Klassiker bei Leuten, die neben den Bahngleisen wohnen. Zu laut. Könnt ihr die Züge nicht abschaffen hier? Das nervt. Sind sie vor 5 Jahren hier erst eingezogen? Ja, das nervt. Ich weiß. Ihr seht voll im Recht. Ja, ist ja nicht so, als würden jetzt die Gleise schon 100 Jahre liegen oder so. Das ist komplett mal weggenommen. Schönes BW, ne? Aber so ist es nun mal. Leider zu häufig. Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe neulich gehört, dass Deutschland hier Handballmeister wurde. Europameister.
meine größten Glückwünsche, mein herzliches Glückwunsch, sagt man das? Oh, voll der Gäste nie gerade. Oh, was haben wir denn da? Ein Güterzug. Schick. Ist das DB oder ÖBB? Ne, ist ein ÖBB-Zug. Ich finde diese KI-Züge schon ziemlich geil. Von ÖBB. Gefällt mir. Also, wo war ich? Basketball, ja. Das deutsche Handballteam, meine herzlichen Glückwunsch für den Sieg. Also, habt ihr gut gemacht. Tja, mehr weiß ich auch nicht. Ich habe es gerade mal so im Radio gehört, dass wir Weltmeister wurden. Sonst gar nichts eigentlich. Nicht so wie der große Fußball-Hype bei der Weltmeisterschaft. Ist ein bisschen unfair, aber dass man das erst im Radio hört, anstatt von den ganzen Gebrülle von der Menschheit. Aber schon ziemlich geil, was für Unterschiede so ein Sport machen kann, ne? Dass Fußball wesentlich beliebter ist und so. Aber so ist es nun mal. Oh, wir sind schon im Bericht. Alter, wie lange habe ich denn jetzt gerade... Ey, sind gerade ernsthaft 10 Minuten schon vergangen? Ging ja heftig schnell. Bin ich gerade in die Zukunft gereist? Mit so einem Zug? Warte mal, wir haben... Wie war das hier? 70 Meilen die Stunde? Ne, 140 km/h musste ich... Ja, okay, das kommt hin. Um in die Zukunft zu reisen. Wow. Ging aber... Das merkt man gar nicht. Krass. Ich bin der erste Let's Player, der mit dem Zug in die Zukunft gereist ist. Ich drücke lieber öfters hier. Ich habe das mal gehabt, irgendwie, ich habe da gedrückt und der Kontakt war viel zu nah, viel zu weit vorne. Und da gab es eine Zwangse. Nicht wirklich toll, aber ist passiert. Hier sind wir. Ah, da wird es ja gleich eingleisig und dann sind wir schon... Ah, schön. Ja, diese Strecke... Oh, guck mal, jetzt haben wir 18 FPS. Okay. Ja gut, das ist auch ein bisschen grafisch anfälliger als die andere Landschaft. Wobei sich das alles viel besser hält. Wir sind noch viel zu weit nach hinten. Obwohl, hier ist 200. Ich muss echt sagen, diese KI-Züge, die gucken wir uns mal an. Also ich mag die, die sind echt toll. Die sind echt schön. Dafür, dass sie gratis sind, wurden die echt aufwendig schön und gut produziert. So, sei mal gesagt. So, wir fahren schon mal los. Ich mach schon mal die Türen zu und wir machen hier nochmal schnell ein Thumbnail. Hätte ich nämlich jetzt fast vergessen. So, genug Fotograf gespielt. Ab geht's. Ab geht's. So, jetzt wer? Lindau, das schaffen wir. Ich höre Zuggeräusche. Was? Kommt da was auf uns zu? Nee. Hat sich eben so angehört, aber ich glaube, das sind wir. Nee, das ist der Güterzug, der im Hintergrund noch... Der noch meilenweit weg schon ist und wir ihn trotzdem noch hören. So, wir sind 500 Hertz beeinflusst, Wechselblinken. Das heißt, wir dürfen nicht schneller als 25 fahren. Sollten wir aber hinkriegen. Solange wir uns nicht dämlich anstellen hier. Besonders ich.
Aber ich denke, gleich nach dem Magneten wird das besser. Sehr schön, wir sind frei, aber sind noch im Wechselblinken. Da können wir uns ja frei drücken. Die 500 Hertz Beeinflussung ist ja weg. Gut, Vollgas, ab geht's. Finde diesen Pilz immer so geil. Dieser Laden aus Pilz. Oh, schön. Diese engen Geräusche jetzt von den engen Weichen. Hammerschön ist das hier. Oh, schade. Wäre jetzt unten nicht das Ding. Die Anzeige hätte ich das als Thumbnail genommen. Naja, macht nichts. Obwohl, so sieht es auch geil aus. Einmal noch. Ja, das wird das Thumbnail. Nix mehr mit einem mit Siefer. Schön, da haben wir ein gutes Thumbnail. Noch ein perfektes, schönes und schön weiß auch. Der Zug ist einfach geil designt. Also, ihr wisst ja, meine die Produkte, die ich fahre, Aufgabe, Strecke und Zug gebe ich in meine Videobeschreibung, sofern ich den Link habe und so. Könnt euch da ja anklicken und selbst anschauen, ob ihr den auch haben wollt oder nicht. Ist euch überlassen. Gott, wir sind ja gleich schon in Lindau. Das geht ja richtig schnell jetzt. Mensch, ich komme mir wieder so vor, als hätte ich wieder einen Zeitsprung gemacht. Das kommt mir in letzter Zeit auch ziemlich häufig vor. Es kommt auch in letzter Zeit ziemlich häufig irgendwie vor. Ich weiß nicht. Also auch als ich beim. Oh, jetzt müssen wir mal aufpassen kurz. Den Panto, ich drück mal mit P. Setzen wir gleich mal runter. Wir können auch ein kleines bisschen warten. Weil der Zug ist ja hinten. So. Senkt sich. Jawohl. Jetzt müssen wir mal ein bisschen warten. Ist der Zug auch vollständig? Ja. Jetzt können wir wieder hoch machen. Wird der Panto gehoben? Knopf hat nicht reagiert. Jetzt aber. Sehr schön. Warten wir noch mal bis. Ja, jetzt haben wir. Hauptschalter ein und weiter geht's. Ja, schönes DB-Netz wieder. Willkommen zurück in Deutschland, wo wir eigentlich hergehören. Zumindest ich. Ich weiß ja nicht, woher du das Video guckst. Falls du aus dem Ausland kommst, freue ich mich trotzdem. Sehr schön. Österreicher, Schweizer. Ja, Semmeringbahn habe ich auch Interesse mal. Die ist ja in Österreich, glaube ich. Oder Schweiz, ich weiß es. Nee, Österreich muss sie sein. Schweizer Strecken weiß ich noch nicht so.
Aber wenn jemand mir schicken würde oder so, würde ich hier sowieso spielen, aber ich glaube, sowas passiert hier nicht. Obwohl Spenden immer ganz gern angenommen werden. Ich mache das ja eigentlich ja nur als Hobby. Und es freut mich ja immer wieder, wenn das sich ein bisschen selbst finanziert, weil, hallo, das Spiel ist teuer. Deswegen freue ich mich auch ein bisschen, wenn Adblocker. Ich persönlich benutze keinen Adblocker, weil. Wie soll man die Leute unterstützen, wenn die gar nichts kriegen für das, was sie eigentlich hier machen? Ich meine, ihre Hobbys kosten, 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 ne? Das ist nun mal so. Aber einige haben das wirklich noch nicht kapiert, dass das wirklich ein bisschen hart ist im Leben und dass man sich über jede Einnahmequelle wirklich freut. Ich arbeite ja jetzt selbst und weiß wirklich, wie wenig Geld ich kriege und wie wenig ich mir wirklich kaufen kann. Ich muss mich da echt zusammenreißen. Jeder, der arbeiten anfängt, der weiß, was ich meine. Oder habe ich da Unrecht? Wie gesagt, Kommentare, ich freue mich immer auf jeden Kommentar. So. 40 war das, ne? Ja, hat ja noch ein bisschen Zeit. Oha, jetzt fängt es mal ein bisschen an zu ruckeln, aber Lindau ist auch ein wirklich hochanspruchsvoller Bahnhof. Ist ja gut. Ich muss sagen, bis jetzt ist die Fahrt ziemlich gut gelaufen. Ohne großen Störungen, ganz gut mit der PZB umgegangen. Bin eigentlich sehr zufrieden. Lindau Gleis 2. Da fahren wir also ein. Mit leichter Verspätung, aber lässt sich ja nicht ändern. Ich kann ja jetzt nicht die 25 Hz-Beeinflussung ungeschehen machen. Also, so wie das aussieht, komme ich auch ganz gut in den Bahnhof rein mit 24 FPS. Früher war das so 12 oder so. Das ist schon mal eine stetige Steigung. Eine richtig gute sogar. Ich glaube es selbst nicht. Ich traue meinen Augen nicht. Also war die Investition schon mal ganz gut. Ich glaube, was ich jetzt noch verbessern könnte, wäre ein besserer Kern. Ich habe ja noch einen i7 zweite Generation. Gibt schon bessere, glaube ich. Oh. Uah. Passt schon. Huh. Das hat jetzt noch gefehlt zum Ende, ne? Ich meine, das waren. Okay, das geht ja noch. Ja, Leute, das war das Szenario. Wir sind jetzt hier in Lindau angekommen und ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video. Also mir hat's. Es war ein interessantes Szenario, viel Abwechslung, also mit dem KI-Verkehr von der ÖBB zum Beispiel. SBB wollte ich schon sagen. Obwohl ich habe auch Modelle von denen. Aber ich glaube, da waren jetzt keine dabei. Leider waren sie etwas zu spät unterwegs. Beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Jawohl. Ich krieg mal wieder Ärger, weil ich mich an die Richtlinien gehalten habe, ne?
Ja, so kennen wir es ja. So, ich freue mich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Kommentiert es, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall freue ich mich über jeden Kommentar, wie immer. Abonnieren, falls ihr ihn noch nicht gemacht habt und mehr sehen wollt. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.